Wir sind hier auf Brambrüsch, oberhalb von Chur, 1600 Meter. Und wir wollen heute ein neues Sportgerät ausprobieren, Crossplates. Beim Auflaufen sind es Schneeschuhe, beim Abfahren sind es Ski, sagen sie. Gehen wir mal schauen. Hallo zusammen, ich bin der Werner Stoffel von der Eissportschule in Brambrüsch und würde euch jetzt gerne einen Crossplate vorstellen. Muss man sich vorstellen, wenn ein Schneeschuh, wo man aber einfach die Möglichkeit hat, zum abwärts zu fahren. Das Hauptteil von dem ist, dass wir hier unten einen Ski haben, den man lösen kann. Und nachher zum Auflaufen kann man das drehen, den Ski. Ist mit einem Fell bestückt. Dann haben wir eine Softbindung. Da ist der Vorteil, dass man mit einem Bergschuh rein kann. Dann, wenn man laufen will, kann man das und vorne schieben. Dann hat man den Laufmodus drin. Wenn es steiler wird, in steileren Hängen, haben wir noch eine Steighilfe. Dann hat man noch eine Möglichkeit, wenn es steil ist oder harscht hat, dass man ein Harscheisen montieren kann, wo da unten reinkommt. Und dann können wir eigentlich wirklich auch im Frühling, wenn es gefroren ist, oder auch im Pulver, wenn es einfach steiler wird, können wir mit dem gut vorwärts kommen. Der Vorteil da ist, dass Leute, die auch nicht so gut Ski fahren können, mit dem sich schnell zurechtfinden, weil er nicht lang ist. Der ist gut 80 cm lang. Du kannst ihn mal kriegen. Material haben wir, probieren wir es aus.